Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Wir starten hier unten bei unseren schönen Tanks. Wir sehen hier, die sind alle ziemlich voll. Wasser. Hier Kerosinöl haben wir auch schon ziemlich viel. 242 Eimer. Ist gerade nicht wenig, ne? Öl, ja, noch nicht voll. Da müssen wir die neue Ölquelle anzapfen. Und Fuel voll. Also nicht schlecht, ne? Schaut auch schön, ja, cool aus hier unten. Mal schon länger nicht mehr unten, deswegen. Hier kommt dann Seedöl oder Honig rein, mal schauen. So, das Problem ist, wir brauchen dann noch weitere Tanks. Die werde ich aber höchstwahrscheinlich in die Richtung bauen. Weil hier hinten wird kein Platz mehr sein, nee. Die bauen wir in die andere Richtung einfach und die Sache hat sich erledigt. Aber das erst, wenn wir sie brauchen. So, ja, wie gesagt, hier habe ich umgebaut, habe die drei Geothermalgeneratoren hier hingestellt, eine MFSU, so wie ich gesagt habe, Mittelvolt, Lowvolt, Badbox und den Messfacade habe ich auch hier dran gehängt, habe ihn drunter weggenommen, weil ja, hier habe ich alles zentral und ja, wir brauchen den jetzt auch. Eigentlich wollte ich diese Folge mit Peanut beginnen, geht leider nicht, ich muss noch was dazwischen schieben. Genau, hier habe ich noch ein Redbauer-Kabel gemacht, hier runtergelegt, damit wir die KC automatisch über einen Computer ansteuern. Sollte eigentlich klappen, funktioniert aber nicht so wie erwünscht. Irgendwie muss ich Computercraft noch updaten. Oder wie auch immer, der hat hier einen Fehler, wie man sieht. Keine Ahnung, er kann dieses Clear nicht, also das hat den ganzen Monitor löscht, deswegen funktioniert das nicht so richtig. Leider. Mann, das Programm funktioniert, nur die Anzeige stimmt nicht. Set one clear oder wie das heißt, das den Befehl mag er irgendwie nicht. Keine Ahnung, muss ich mal nachlesen, ob sich da was getan hat. So, hier ist eigentlich, ich glaube, nee, es also ist nicht alles gleich geblieben. Ich habe hier ein Storage gemacht mit Ores, das heißt, hier werden nur alle Ores drin gespeichert. Kann ich ja mal kurz zeigen, was hier alles drauf ist zum Beispiel. Zack. Sind wirklich nur alle Erze drauf, also Ores, die unbearbeitet sind, die man aber noch weiter verarbeiten kann. Die sind hier auf einer 4K drauf gespeichert. Damit wir das alles ein bisschen zentral haben. Na. Genau. Ja, die 4K ist eine ziemlich voll, die hat schon 57 von 63 Types, also verschiedene Objekte. Das andere ist nicht so schlimm. Hier haben wir ein, also das ist Cobblestone und darum geht es jetzt. Ihr seht, wir haben schon 3866 Bytes verbraucht. Das heißt, wir haben jetzt schon wie viel Cobblestone? Wenn wir hier mal schauen, 30.000, 30k. Wenn man dann drüber fährt, dann sieht man rechts unten 30k und es wird natürlich nicht weniger, weil die Quelle läuft. Und wir haben schon wieder Nacht, wie ich die Nacht hasse. Wäre ja cool, wenn da jemand einen Mod macht, dass man die Nacht abstellen kann oder so. Das wäre auch eine Idee für ein Mod. Oder dass man bestimmen kann, wie lang Nacht und wie lang Tag ist. Den würde ich mir sofort installieren und weiß nicht, verbreiten in der ganzen Welt und so weiter. Ja, was wir jetzt bauen ist, ich habe mir ein Recycler gecraftet, 5 Airberries, die waren eigentlich für unsere Bienen gedacht. Was ich hier eigentlich vorgehabt habe. Aber wie gesagt, das verschieben wir. Dann habe ich zwei ME-Export-Bus und Import-Bus gecraftet. Denn wir müssen jetzt schauen, dass wir den Cobblestone loswerden. Und wie bekommen wir den am besten weg? Indem wir einfach Scraps draus machen und den Mass-Fabricator damit befüllen. Hier hinten habe ich einen kleinen Raum gebaut. Und da bauen wir das Ganze dann auch hin. Ich habe vergessen, Kabel nachzumachen. Das wollte ich noch unbedingt machen, dachte ich mir, ah, nicht vergessen, noch Kabel machen. Wieder vergessen. So. Nee, falsch. Egal. Kann ich es so machen. Und Silber, ne? Silber wollte ich haben. Silberingot hier. Genau, dann machen wir es mal 12 Stück, das reicht vorerst. Weg damit dir. Dann haben wir hier ein bisschen was.
So, dann fahren wir von den LV da nach hinten. Und jetzt ist die Frage, ja, wie machen wir das am besten? Eigentlich hier hin, ne? So. Hier kommt der Recycler hin. Zack, direkt an den LV. Und die muss man ja von oben befüllen. Zum Beispiel hier rein. Dann kommen hier ein paar Oberglocke rein. Weil da kommen ja ziemlich wenig Scraps raus. Und wir schließen das Ganze an unser schönes neues System an. Und zwar eben mit diesem Import- und Exportbus. Also das Exportbus, da kommt hier oben drauf. Hier nicht, aber egal. Hast mich nicht ganz verstanden, ne? Wo ist der jetzt hin? Wo ist dieser Exportbus jetzt hin? Hallo? Hey, verarsch jemand anders. Ah, da oben ist er. Ich dachte, der ist weg, ey. So, genau so wollte ich den haben. Und hier müssen wir dem System sagen, was er rausziehen soll. Beziehungsweise hier in den Recycler rein. Und zwar soll er da Scrap rein. Nee, Scrap. Cobblestone reinmachen und Scrap draus. Da muss man die Pipe und sagen, zack. Und hier können wir gleich sagen, ach, hau gleich einen Stack rein. Kostet ja nix. Genau, und jetzt hat der immer Arbeit. Ja, sollte der mal keinen Strom haben, warum auch immer, hört das natürlich auf, weil das System ja weiß. Nur ein Stack soll drin sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch klappt. Könnte man ein bisschen Gas geben, die 4 Stück, glaube ich, reichen. Ich würde immer so gern aufteilen, gefällt mir besser. Dann schaut es so aus, als ist das Absicht, so Art Buttons oder so. Genau, das funktioniert. Jetzt müssen die Scraps natürlich auch wieder raus. Dafür das Importmodul, das hier auf dieser Seite platzieren. Und wir haben keine Kabel mit. Nö. Auch nicht. Dann wieder rauf. Kabel müsste ich eigentlich hier ins System haben. Hier 9 Stück. Ja, viel ist es nicht, aber immerhin etwas, ne? Ah, jetzt hat er ein Backup gemacht. Sehr gut. Guter Freund, guter Freund. Sicher ist sicher, ne? Und jetzt hier einfach dran. Schaut halt witzig aus, aber egal. Das heißt, ja, genau. Hier können wir auch sagen, stackweise. Ne, brauchen wir nicht, das so gleich. Oder ja, mach ihn stackweise. Dann sehen wir die hier gar nicht, wenn die Stackweise rauspult. Und dann haben wir jetzt automatisch Scraps in unserer Anlage oben. Ich glaube, wir können ja hier zugreifen, oder? Nee. Kommen wir nicht dazu. Doch. Das heißt, wenn wir hier Scrap einschreiben, haben wir hier 30 Scraps. So, oh, jetzt geht's aber weiter. Ich will das direkt an die Messwerkkette anschließen. Das heißt, für uns der Messwerkkette muss auch hier hinten hin. Damit das einfach ist, weil hier haben wir schon die Leitung. Dazu brauchen wir noch die Wedge. Zack. Messwerkkette. So, jetzt haben wir zu wenig Energie. Aufladen. Natürlich, die Geothermalgeneratoren hier brauchen ein bisschen Zeit, bis sie die MFSU aufladen. Und hier hinten habe ich das auch automatisiert. Da habe ich gesagt, mit einem Gate. Wenn du noch speichern kannst, sende ein Signal. Die ist ziemlich leer, also kannst sie speichern. So schaltet sie die Energieversorgung ein. Und ich denke, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und bei der Quere ist auch noch eine 6 Energiezellen. Das sollte reichen. Und die da hinten ist Absicht da hinten. Die ist sozusagen als Notspeicher. Wenn hier wirklich alles leer ist, kann ich die einfach hier oben ein Wrench und Restklick und schon können wir aus der die Energie ziehen. Sollte mal irgendein Fehler sein und wir dringend Energie brauchen. Oder mal mehr brauchen, als wir die Dings produzieren, die Magma Engines oder wie die heißen. So, dann brauchen wir. Na, dich können wir eigentlich drehen, das reicht ja, ne? So.
Hier müssen wir natürlich auch darauf achten. Ja, das passt eh, weil dann haben wir hier zwei separate Anschlüsse. Das heißt, wir können hier mit voller Leistung fahren. Wenn wir den Messfeldketter hier platzieren, der muss ja von. Ja, das können wir so machen. Oben kommen die UU-Meter raus, von unten muss er befüllt werden. Jetzt hoffe ich, dass ja hier unten nichts ist. Exportpass wieder. Der, was jetzt nicht stimmt, den kann man mit der Wrench ganz normal drehen. Zack. Ach, Menno, zu viel. Schaut witzig aus, ne? So ein Spitz. Hä? Was? Getraust du dich hier? Aber jetzt, oder? Genau. Und oben den anderen drauf. So. So. Das verbinden wir hier natürlich wieder. Hier oben drüber, ja. Und du da unten auch. So. Und jetzt brauchen wir Scraps. Das heißt, was denn jetzt los? So, du musst hier oben. Scraps. Und dann sagen wir den Typ da. Den da unten. Kommen wir da dran, genau. Ein Scrap und davon sollst du immer ein Stack drin haben. Jetzt kann er natürlich nur 39 reintun, weil wir nur 39 haben. Weil der nicht mehr produziert. Dann packen wir nochmal zwei rein, damit der nochmal so richtig Gas gibt vorerst bis hier. So. Jetzt haben wir ein Stack drin. Schmeißen wir das auch wieder in unser System rein. Das können wir eigentlich gleich hier reinschmeißen. Oder könnt ihr hier sagen, zack. Und dann liefert er uns das. 10 Stück bitte. Okay, kann er natürlich nicht, weil er nicht so viel hat. Aber das habe ich eh schon mal einmal gezeigt, ne? Zack, reiner. Sand können wir auch noch reinschmeißen. Das können wir reinschmeißen. Die UU-Meter können wir reinhauen. Die müsst ihr jetzt auch rausziehen oben. Soll auch gleich stackweise rausziehen. Wird wahrscheinlich nie passieren, dass hier ein Stack drin ist, aber egal. Und das kann jetzt vor sich hinrödeln. Das ist eigentlich, ja, man kann es mit Redbau bauen, man kann es mit normalen Logistikpipe bauen, man kann es mit Buildcraft normal Pipes bauen. Aber wieso sollen wir nicht gleich unser System nutzen? Und das musste ich leider jetzt unbedingt machen. Wollte ich eigentlich gar nicht zuerst. Aber das Problem ist ja, dass wir zu viel Cobblestone haben und deswegen müssen wir die beseitigen, bevor ich sie irgendwie in Lava schmeiße, sollte man das nützen. Ich denke, jetzt können wir aber hier wieder zwei rausnehmen. Das sollte man auch nicht übertreiben, ne? Weil wir müssen hier auch darauf achten, dass wir trotzdem mehr Energie bekommen, als wir verbrauchen, ne? Ich möchte ja nicht wissen, wie viel da schon fließt. So, das passt alles. Hier könnten wir noch Covers dran machen. Wenn wir schon hier in der Gegend sind. Covers. Red Power. So. Da haben wir sogar noch welche. So, na, runter mit dir. Hier mal gucken. Das geht ja folgendermaßen. So. Kann man schön die Kabel hier verstecken. Zack. Ah, das kann man nicht verstecken. Aber hier auf der Rückseite noch. Genau, dann schaut das gleich viel freundlicher aus, ne? Passt. Hier habe ich diese Schmelze abgesteckt. Das müssen wir alles umbauen. Das gefällt mir hier gar nicht, wie wir das. Ja, gefällt mir schon, aber es ist halt so, dass man nichts unter Kontrolle hat und das will ich auch nicht. Ich will da schon ein bisschen die Kontrolle drüber haben, wie viel durchgeschmolzen wird. Deswegen habe ich das gleich wieder abgebaut, weil sonst, ja, der schmilzt ja alles durch. Ich will da schon ein bisschen meine Kontrolle drüber haben, dass ich sagen kann, na, okay, 5 Stack haben wir, das reicht oder so. Ich will da nicht zu einer, der einfach alles durchschmelzen will. Ich möchte schon, ja, wissen, was da passiert. Beziehungsweise wie viel da durchschmilzt und so weiter. So, wie schaut es hier mit dem Drive aus? Da werden wir gleich. Oh, ein neues Item noch und dann ist die voll.
Die ist schon voll. Es ist Cobblestone, ne? Dirt. Aber da ist noch nicht voll, ne? Da kann ja noch was rein, oder? Nee, das sind Erze. Ach du Kacke. Das heißt, wir brauchen noch unbedingt einen neuen Storage. Genau, hier habe ich die programmiert. Das habe ich hier, glaube ich, schon erklärt, ne? Ja. Wir haben hier noch die 1K-Module, die will ich aber jetzt nicht verwenden. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ja. Wir craften jetzt gemeinsam noch so eine 4K. Ich muss das leider machen. Oder keine 64K craften. So, vier Kristalle und diese goldenen. Das brauchen wir dreimal. Ich denke, das craften wir gleich hier drin. Weil die Kristalle haben wir hier drin. Ach, wenn noch, ne. So und aus mal Eisen, oder? Drei Stück davon, ne, reizt du. Eins, zwei, drei, das haben wir. Jetzt haben wir aber nur noch zwei von diesen goldenen. Sonst hätte ich gesagt, machen wir gleich mehr. Nee. Ah, warten, hier haben wir eh noch. Okay. Na gut. Das wusste ich gar nicht. Was kostet dann eigentlich? Da gibt es ja trotzdem noch mehr davon. Was kostet denn die nächstgrößte? Nicht die 4K, sondern die. Hier. 4K, 16K. Was kosten denn die? Ja. 369, Hammer 9. Ja, das geht hier aus. Das heißt, wir brauchen drei davon. Und die? Willst du mich verarschen? Nee, nicht 64K. 16K. Hier war es dreimal das. Goldene drei Stück kann man nicht, aber ich habe gesehen, wir haben die noch immer da drin. Sechs Stück, so. In den Ofen noch schnell. Ist raus. Und ich wollte. Was wollte ich jetzt noch? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Craften. Hier was rausholen? Hier vielleicht? Nö, fällt mir gerade nicht ein. Wo sind die Sachen jetzt? Hallo? 16K. Dann machen wir es halt so, wenn es anders nicht geht. So, so. Dreimal die hier. Also. Dreimal. Viermal Redstone, einmal Glas. Dreimal. Einmal Glas. Das hier und viermal Redstone. Das war dreimal. Dann war das so. Viermal das, einmal das. So, viermal Klostein. Sulfur, das habe ich versehentlich früher auch mal verwendet, weil ich dachte, das ist. Klostein. War es aber nicht. So. Storage Block. Können wir auch da reinhauen, da haben wir schon drin. Dreimal Redstone, zweimal Glas und dreimal Eisen. So, und Redstone. Also hier geht eigentlich ziemlich ratzfatz mit Craften, wie man sieht. Und wir haben ein 16K Storage. Also ich sage mal, wenn das dann nicht reicht, dann weiß ich auch nicht, was reicht. Aber das Problem ist halt auch, ne, wenn es von Anzahl her nicht reicht. Weil hier haben wir 61 Typen drinnen. Das heißt, man müsste das eigentlich ja auch manuell sortieren anfangen. So wie ich hier angefangen habe und gesagt, zum Beispiel hier kommen nur Erze rein. Hier zum Beispiel nur Dirt und hier nur Cobblestone. Und die sind allgemeiner. Genau. Und die müsste man dann schon anfangen sortieren, dass man sagt, ja, kommt nicht jeder Kack in jeden rein, sondern man macht das wirklich nach System und sortiert die. Wobei, ich glaube, der macht das eh automatisch, oder? Ja, meine Ahnung, keine Ahnung, meine Ahnung, ja, sage ich nur. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, 16K, ja, dafür geht jetzt auch die Energie rauf. Aber, ja. Speicher haben wir auch nicht mehr so viel, das heißt, wir werden bald mal müssen ein zweites hinmachen.
Machen wir Wait 1 oder so? Nee, Scherz. Oder Wait 5. Aber hier können wir schon Wait 10 machen. Bei 2, 4, 10 Laufwerken können wir Wait 10 machen. Funktioniert dann auch. So, ich muss noch kurz mal bei Biene vorbeischauen. Diligent, Diligent. Ah, schaut gut aus, schaut gut aus. Ja, die brauche ich nicht. So, Diligent. Moment, ach, Menno. Diligent, okay, das geht. So. Schaut gut aus. Ja, Siegdölhammer habe ich schon gesagt. Gut. Was sagt die Zeit nochmal schnell? Die Zeit sagt, ja, 3 Minuten noch auf die Schnelle. Gut, Züge fahren, beziehungsweise macht Pause. Ja, die Quere findet ja einiges. Hier war ich in Nethermine, damit wir hier ein paar Blöcke haben, das anzugeben, beziehungsweise habe ich die alle hier geleert mal. Ist ja nicht mehr viel da, ne? Genau, das könnten wir ja dann eigentlich auch noch mit reinpacken. Hier. Blöde Netherstein. Irgendwann wird sowieso das ganze Lager mal drin sein. Das merke ich schon, weil... Ja, ich nehme es hier raus, gehe rüber, crafte und schmeiße es dann ins Lager rein. Und ich möchte hier auch nicht zu viel drin haben. Also hier haben wir das sowieso gedacht, dass wir das irgendwie trennen werden. Zum Beispiel, deswegen habe ich auch die ganzen Erze auf einen eigenen Disk, Kobbel auf einen eigenen Disk, damit wir das dann später mal trennen und machen uns 2 Systeme draus. Ein System wirklich nur mit den fertigen Rohstoffen und ein System, wo die rohen Rohstoffe drin sind. Damit wir das alles ein bisschen Überblick haben. So, hier müssen wir dann auch mal weiter bauen. Mit dem Seedöl. Dazu brauchen wir aber noch hier ein bisschen Buildcraft-Energie, ne? Aber das könnten wir eigentlich von drüben hier anspeisen. Eine Leitung rüberlegen, das müsste ja klappen, oder? Wir sind hier Ebene 65. Ne, 64 war das. Das heißt eigentlich, wenn wir hier sind... Okay, das hat aufgehört. Das Problem ist, wir müssen die Leitung jetzt hier weglegen, ne? Das soll ja von hier weg. Zack. Hier drüber... Ja, ist halt ziemlich lange Leitung, ne? Die kann ich offline legen, damit wir hier nicht so viel rummachen jetzt. Ich will hier nochmal schauen, was wir hier noch drin haben. Genau. Das wollte ich, die Gates. Ich habe mir extra neue gemacht, weil ich dachte, wir haben keine. Und dabei haben wir ja hier noch. So, der Rest ist alles Waycraft. Das ist mir egal, das soll da unten bleiben. Interessiert kein Mensch hier. Aber die Gates kommen hier rein. Genau, wie irgendwas wollten wir die Diamond-Chipsätze haben, ne? Genau, ich glaube dafür. Ne? War das die Bad Provider, oder? Genau. MK2. Zack. Und das war... Wie hat die geheißen? Das war ja die Request, ne? Ach, Menno. Request MK2 war... Auch mit dem Chipsatz. Okay, deswegen habe ich auch 2 gemacht anscheinend. Das ist sehr wichtig, dass die schnell ist, weil das ist die ja, Verbindung dann. Aber was bringt das, wenn wir die 2 Systeme haben? Ganz einfach. Wir können jetzt eine 2. Base bauen. Was wir ja natürlich auch bauen werden, weil die Bienen werde ich jetzt dann von hier oben übersiedeln, hier drüber. Und die Bienen werden wir hier dann züchten. Hier hinten habe ich schon ein bisschen Platz gemacht. Hier werden wir dann die Bienen züchten und Elberries aufstellen und so weiter. Hier haben wir das Öl. Ja, und genau aus diesem Grund haben wir das... Andere, also die 2 Logistik-Pipe-Systeme, oder sagen wir Logistik-Pipe und Applied Energistic, miteinander verknuddelt, sagen wir mal so. Denn ich weiß gar nicht, ob es direkt auch geht mit. Müsste man das Applied Energistic? Aber auf alle Fälle, bei Logistik-Pipe klappt es. Man kann ja damit ganz einfach über Teleport-Pipes arbeiten. Das heißt, man kann dort eine Teleport-Pipe, hier eine Teleport-Pipe und man kann genauso, wenn man dort eine Request-Pipe hat, auf dieses gesamte Lager zugreifen.
Dann könnte man theoretisch auch drüben noch seine Station aufbauen und könnte ja dasselbe nochmal machen und die arbeiten eigentlich schön zusammen. Und das habe ich auch gemeint, dass wir eine zweite Anlage bauen werden, wo nur Erze und so durchgeschmolzen wird. Und hier wird sozusagen dann nur mehr noch ja, die fertigen Produkte geliefert. Genau. So, ja. Das mit den Recycler. Wie viel Scrap haben wir jetzt überhaupt schon? Ha, schon über zwei Stacks, ne? Also ihr seht, das geht voran und ja, dank unser neues System ist es eigentlich egal, wie viel wir haben. Es ist ja nur eine Datenmenge und keine Itemmenge. Und jetzt haben wir 64k. Ne, 16k. Und da geht dann jede Menge drauf. So, und der natürlich auch nicht schlecht. Ich hätte dann auch noch gern hier unten irgendwo ein Crafting. Links, da werden wir auch noch einrichten, dass wir hier runterfahren und hier noch eins bauen, damit wir nicht immer hier drauf müssen. Wie viel? Meter haben wir? 13 Stück schon. Also ihr seht, das geht voran. 7 Stück hatten wir, glaube ich. Und 3, die ich so hatte. Ja, 10, also 3 Stück in der kurzen Zeit jetzt. Ja. Aber ich denke jetzt beim nächsten Mal geht es wirklich an die Bienen. Ich werde schon einige vorbereiten, die ganzen Kisten und so ins andere Haus rüber transportieren, weil das wird dauern. Also, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.